Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Glücksmagie. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es denn da heißt, wir betrachten gemeinsam die Woche 19. Ja, der Mai ist schon viel leichter, viel feiner, viel flirrender, viel schöner und liebevoller und lichtvoller, als der April es war. Wenn wir die Woche 19 betrachten, dann erkennen wir, dass es um die harmonische Kommunikation geht, um die Themen des Friedens, um das Thema der Erfüllung und vor allen Dingen geht es darum, gute Unterscheidungsmöglichkeiten in unserem Leben einzuführen. Denn jetzt, wo Pluto wieder rückläufig ist und wir eine starke Uranus-Energie im Feld haben, ist es umso wichtiger, uns immer wieder zu verbinden, uns zu erden und uns zu hinterfragen. Was will ich denn wirklich einerseits? Was ist denn wirklich in meinem Leben? Was höre ich? Was nehme ich an? Ist das wirklich oder ist es fake? Und so brauchen wir unsere Hilfen, die wir uns über viele Jahre schon antrainiert haben. Gute Möglichkeiten, um unterscheiden zu können. Unser spirituelles Team an unserer Seite und all die Möglichkeiten, die wir schon erforscht haben über viele, viele Jahre. Ja, und die intensive Zahlen der Woche oder die intensiven Themen der Woche möchte ich euch jetzt darbringen. Mein Name ist Sylvia Stangl, ich lebe und wohne auf einem wunderschönen Gutshof in der Nähe von Salzburg. Ich arbeite hier und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren auf dem spirituellen Weg. Ich bin eine Mentorin, ich bin eine Lehrerin, ich bin eine geistige Überbringerin von Botschaften und ich beschäftige mich mit unterschiedlichsten Feldern. Meine Steckenpferde sind die Numerologie, die Astrologie, die Ritualkunde, die Kräuterlehre und die Farbenlehre. Und Geomantie ist ein Hauptfeld meines beruflichen Tuns, denn ich bereite Gebäude und auch Unternehmen auf, um einerseits die Gebäude liebevoller, lichtvoller, stärker zu gestalten, um die alten Energien hinauszunehmen, neue Energien hineinzubringen, sie abzustimmen auf die Familie, aber auch abzustimmen auf die Unternehmen, um sie in den Erfolg, in die Erfüllung zu führen. Und dazu brauche ich all meine Tools, dazu brauche ich die Numerologie, dazu brauche ich die Kräuterlehre, die Planetenkunde. Denn für jedes Haus wird ein ganz bestimmtes Konzept zurechtgeschnitten. Und das entsteht nicht nur in meiner Fantasie oder so, wie ich glaube, wie ich meine. Nein, es entsteht durch die genauen Berechnungen. Dazu braucht man ein Wissen in der Numerologie und in der Astrologie. Aber natürlich ist auch Planetenkunde und Planetenlehre sehr wichtig, um dies zu tun. Ja, die Woche 19 trägt die Zahl 68. Das ist die Zahl des Erzengel Gabriels. Das bedeutet schon, der himmlische Bote, die himmlische Botin, die da kommt, um uns die himmlischen Nachrichten zu überbringen. So sollen wir diese Woche ganz besonders still werden. Denn nur dann, wenn wir still sind, dann können wir die himmlischen Botschaften wahrnehmen, dann können wir die Zeichen lesen, dann können wir sehen, fühlen und spüren, dass das, was da auf uns zukommt, Wahrheit ist, Wirklichkeit und kein Fake. Mit den Farben Lila und Blau gehen wir auch in diese Energieschwingung hinein, denn Lila steht für die Transformation einerseits und andererseits für die Spiritualität, für die spirituelle Verbindung, für die Öffnung hin zum Geist, für die Transformation. Und mit Pluto, der wieder in seiner Rückläufigkeit ist, geht es darum anzukommen in dieser geistigen Verbindung, in dieser spirituellen Offenbarung, in der Transformation, das Auflösen von Ängsten, das Überspringen von Hindernissen und Blockaden und das Erfassen des Mutes. Und mit der Farbe Blau geht es um den Frieden, geht es um die friedvolle Erfüllung, geht es darum auszusteigen aus Neid und Konkurrenzkampf, einzusteigen in die Fülle und in die Teamverbindung, in die Teamarbeit und natürlich um eine harmonische, lichtvolle, geistige, spirituelle Kommunikation.
Ja, die Symbole, die Planetensymbole, die diese Woche wirksam sind und die Planetenkräfte, die dazugehören, sind Neptun. Und Neptun ist ja der Herrscher des Zeichen Fisches, der Spiritualität. Uranus, der Herrscher vom Wassermann. Und die Sonne, der Herrscher, die Herrscherin des Zeichen Löwe. Also da geht es darum, unsere eigene Selbstverwirklichung zu leben, unsere Selbstliebe zu erkennen, uns selbst zu vergeben. Und Vergebung ist das Schlüsselwort in dieser Zeit. Ich vergebe mir, ich vergebe dir. Ich lasse los. Es hat überhaupt keine Kraft mehr, es hat keine Bedeutung mehr, uns zu rivalisieren oder uns zu schädigen, uns zu unterdrücken. Es geht darum, aufzustehen und uns Raum zu geben, damit wir uns auf einer ebenbürtigen Basis begegnen können. Auf der wahren Bühne des Lebens, wo es darum geht, in der liebevollen Verbindung zu sein, im Frieden zu sein, in der liebevollen Betrachtung zu sein. Und es geht auch darum, männliche Energie und weibliche Energie auszugleichen. Fisch, Spiritualität, Wassermann. Neuheit, neues Empfangen, Hingabe, die Verbundenheit. All das hat zu tun mit, ich lebe die innere Göttin, den inneren Gott in mir. Und beide Anteile in mir können nur an die Oberfläche kommen, wenn ich ruhig werde, wenn ich meiner Kraft, meiner Intuition vertraue, wenn ich meinem Lebensglück folge, indem ich meine Lebenskraft strahlen lasse, ohne mich davon abhalten zu lassen. Ja, wir können das trainieren, denn Pluto ist noch bis 12.10. in seiner Rückläufigkeit und sorgt eben für großen Wandel, große Transformation, wenn auch sehr subtil, so ist er doch sehr stark darin. Und wenn er dann in seine Vorläufigkeit geht und Mitte November dann endgültig im Wassermann landet und dort für die nächsten 20 Jahre bleibt, geht es darum, uns selbst dem Licht zuzuwenden und uns kraftvoll zu öffnen für all die geistigen Einfälle, für die Zufälle, für die Inspirationen, für die Visionen, für die spirituellen Verbindungen. Natürlich auch für die Innovationen, die wir damit erreichen können, für alle Energien der Quantenenergie, der Frequenzenergie, der Frequenzmedizin, der Frequenzheilung. Ich beschäftige mich schon 30 Jahre damit, denn ich lehre und arbeite mit dem kristallinen Körper, mit dem kristallinen Quantenfeld. Und auch hier haben wir ein System, das sich mit Planetenkunde befasst, um die Planetenkräfte im Körper zu aktivieren. Einerseits mit Akupunktur, Techniken, andererseits auch mit Tönen und Mantren. Und all das ist die Schwingung der Quantenmedizin. Und die Menschen, die den kristallinen Körper praktizieren und damit arbeiten, und auch ich kann nur von den Erfolgen berichten. Vielleicht hast ja du auch Lust, einzusteigen in die Ausbildungsgruppe, um jetzt gewappnet zu sein für die neue Zeit, um das Neue kennenzulernen, aufzugreifen und mit Farbschwingungen, mit Mantren, mit Tönen und mit Frequenzen ein ganz besonderes Heilungsfeld aufzubauen für dich selbst und für deine Familie. Wenn ja, dann melde dich an. Wir haben immer einen laufenden Kursus, wo einerseits online und andererseits wieder offline unterrichtet wird. Und die Ergebnisse sind wirklich, wirklich vielversprechend. Ja. Mit der Neumondin im Stier am 8.5. und der Konjunktion Uranus, Jupiter, Venus geht es darum, einen kraftvollen Schritt nach außen zu wagen, dein Glück am Schopfe zu fassen, dich der Liebe zu stellen und vor allen Dingen den Neuigkeiten, den neuen Kräften, die in deinem Leben nun wirksam werden wollen. Stell dich nicht gegen den Fluss. Nimm die Kraft des Flusses, lass dich treiben und lass dich dorthin bringen, wo wirklich dein Platz ist. Stell die Kontrolle ein und gib dich hin. Gerade mit Venus geht es um Hingabe. Ich gebe mich hin, die weibliche Kraft. Uranus, kraftvoll,
führt dich. Uranus ist auch der Stellvertreter der geistigen Welt, der Engelwelten. Jupiter, das höchste Glück, die höchste Erfüllung, die Ausdehnung, die Erweiterung. Lass dich mitnehmen. Ja, es geht darum, unsere Wahrnehmung zu stärken, unsere Sinne zu schärfen, mit offenen Sinnen, mit unseren 5 offenen Sinnen durch die Welt zu gehen und den 6. Sinn, die Verbindung zur geistigen Welt, einzusetzen. Denn es geht nicht nur darum, die erdende Kraft des Stiers zu fühlen, uns zu verwurzeln und die Kraft der Erde wahrzunehmen. Es geht auch darum, nach oben zu wachsen, uns auszudehnen und die kraftvolle Inspiration der geistigen Welt aufzunehmen, um aus dieser Fülle herauszuarbeiten. Denn Stier steht für die Fülle, Jupiter steht für die Fülle. Mit Saturn, der günstig zum Neumond steht, können wir genau abwägen, was haltbar ist, was längerfristig ist. Wir können Vorhaben beginnen, die längerfristig sind. Und vor allen Dingen, wir können Neues beginnen. Jetzt ist der Start für neue Aktivitäten, für neue Unternehmungen. Sei mutig, fasse die Kraft des Stiers und tritt mutig hinaus in die Welt. Und tanze an diesem Tag, lache, feiere die Schönheit der Erde und die Sinnlichkeit der Erde. Und wenn du möchtest, kannst du eintauchen in ein wundervolles Ritual, denn die Venus trägt ja auch die Zahl 5 in sich, so wie die Quintessenz der Woche jetzt auch die Zahl 5 trägt. Und 5 hat eine tiefe symbolische Bedeutung, die in verschiedenen Aspekten der Natur und des menschlichen Lebens zum Ausdruck kommen. Im Apfel findet sich diese Symbolik, wenn du den Apfel in der Mitte durchschneidest. Dieses Fünfeck weist auf die Vollkommenheit und Harmonie hin und ist auch das Symbol für das Menschsein, das Menschwerden. Denn es ist nach oben verbunden, nach unten und nach links und nach rechts. Du hast auch all die 5 Elemente mit dabei. Feuer, Wasser, Luft, Erde und der Geist. Und der Stern, der am Himmel funkelt, stellt eine weitere Manifestation der 5 dar. Denn seine Form besteht aus 5 Spitzen. Ja, und die Blume des Lebens, wie ich vorher schon sagte, ist eine geometrische Figur, die sich aus wiederholenden Kreisen zusammensetzt und als Symbol für das universelle Muster des Lebens gilt. In der Mitte offenbart es ebenfalls wieder die Essenz der 5. Ihre 5 Blütenblätter repräsentieren ebenso die 5 Aspekte des menschlichen Seins: Körper, Geist, Seele, Emotion und Energie. Somit offenbart die Symbolik der 5 eine tiefgreifende Verbindung zwischen dem Menschen und der Welt, in der er existiert, und erinnert uns daran, dass wir ein Teil eines größeren harmonischen Ganzen sind. Vielleicht magst du ja bei diesem Ritual dir dieses Symbol aufmalen und in jedes Blütenblatt ein Geschenk hineinlegen für Mutter Erde, um die Erde einerseits zu segnen, um ihr zu danken und andererseits sie um Vergebung zu bitten für all das, was wir über Jahrhunderte, Jahrtausende getan haben, um ihre Kraft zu schwächen, um ihre mütterliche Kraft zu schwächen. Gerade in der Zeit jetzt, in der wir leben, brauchen wir ja wahrscheinlich gar nicht mehr so intensiv darüber zu sprechen. Man hört es ja überall. Die Abwertung, die Aberkennung des Mutterdaseins. Da nützt es auch nichts, am Muttertag vorgefertigte Geschenke zu kaufen und sie der Mutter zu schenken oder irgendwo Blumen an der Dankstelle zu besorgen, um sie, oder das prächtigste Blumenbouquet, um sie der Mutter zu überbringen, ohne den Sinn dahinter zu erkennen. Denn was ist der Muttertag? Die heilige Mutter, die heilige Liebe. Der Muttertag geht ganz weit in die
Antike hinein zurück und ist der Göttin Rheha geweiht, die die Tochter von Gaia war und die Tochter des Uranus. Göttin Rheha trägt den Segen der Fruchtbarkeit und Mutterschaft in ihrem Wesen. Den Segen der Fruchtbarkeit. Und als Gemahlin ihres Bruders Kronos teilte sie die Verantwortung für den ewigen Fluss der Zeit und der Generationen, um ihn mit ihrem Bruder zu lenken. Und in ihrer Rolle als Mutter gebar sie dem mächtigen Gott Zeus, Göttin Hester, Hera, Hades, Poseidon und Demeter. Und so geht es darum, diese mütterliche Kraft zu ehren, diese Stärke, dieses Annehmen, dass daraus etwas Gutes hervorgeht, aus dem Schoß der Mutter etwas Gutes geboren wird, das Leben weitergetragen wird, die Generationen weitergetragen werden. Und wenn ihr am Muttertag eure Mütter ehren möchtet, dann dankt ihnen für das Leben selbst, für euer Leben. Und vielleicht könnt ihr in die Vergebung gehen, denn ja, es passiert sehr viel in der Kindheit und vieles ist vielleicht nicht so wirklich förderlich für ein Kind. Aber manches oder sehr vieles wird nicht aus dem Wissen heraus getan, dass dem Kind etwas Schlechtes mitgegeben werden soll oder etwas Schlechtes geschieht, sondern vieles geschieht aus dem Glauben heraus, Gutes zu tun. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, wenn wir denn dann urteilen oder verurteilen. Und auch dann, wenn du keine Mutter bist und keine Mutter mehr hast, kannst du das Mütterliche ehren, in dir selbst, in deiner Mutter, in der Erde. Und so wird die Energie des Vergebens in den Äther gebracht, in die Erde gebracht. Und je mehr wir vergeben, umso mehr wir diese Kraft hineinlegen in die Erde, in unseren Schoß und selbst vergeben für all das, was wir getan haben und vergeben für all das, was uns angetan wurde, umso kraftvoller werden wir, umso friedvoller, umso liebevoller. Und mit diesen Gedanken könnt ihr euch schon einstimmen. Einerseits bei der Neumondin im Stier, das steht ja auch für das Leben, für den Lebensfluss, diese rote Kraft im roten Kleid in einer fünfblättrigen Blüte zu stehen und das Leben zu feiern, die Mutter Erde zu feiern, ihr Geschenke zu übergeben. Und andererseits zu räuchern mit Johanniskraut, Rosmarin, Sonnenblume, Melisse, Eisenkraut und Sternanis, um die Kraft des Lebens zu begrüßen, um die Kraft des Lebens hinauszuschicken in den Äther und zu sagen, das Leben ist stärker als der Tod. Wir werden alle überleben. Und wir wollen jetzt das Leben genießen, das Leben feiern, das Leben zelebrieren und hinaustreten in diese wundervolle Kraft der Lebendigkeit. Und wenn du möchtest, dann kannst du natürlich noch den Zauberspruch dieser Woche anwenden. Und mit dem Zauberspruch der Woche möchte ich dann auch meinen Podcast schon beschließen. Und wenn du Interesse daran hast, mehr davon zu lernen, von diesem Wissen um die Götter, um Rituale, um Numerologie, Farbenlehre, Astrologie und so weiter und so fort, dann lade ich dich doch ein zu der Seminarwoche im Juni in Kroatien, wo wir die Kraft der Delfine aufnehmen und einsteigen in die Magie des Lebens, einsteigen in die Göttlichkeit, oder zur Seminarwoche, zur Intensivwoche Numerologie im Oktober auf Mallorca. Du findest Informationen dazu auf meiner Homepage unter www.sylviastangl.at und du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du ihn likest, wenn du ihn teilst, wenn du mit deinen Freunden, deiner Familie darüber sprichst, wenn du die Informationen weitergibst und wenn du die Glocke aktivierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Nun, du weißt, der Zauberspruch, dreimal aus der Tiefe deines Herzens herausgesprochen, dreimal in den Kreis gedreht, ist er wirksam. Im Apfel schlummert fünfs Geheimnis süß, die Blume des Lebens ein Sternengruß. Rehas Mut und Fruchtbarkeit vereint,
im Zauberkreis, wo die Zeit sich dreht. Fünf Blätter tanzen, die Blume entspringt, im Sternenhimmel, wo das Universum singt. Magie fließt, in diesem Reigen gesponnen, so sei es gewoben, das Werk begonnen. Von alten Taten die Geschichte webt, bis hin zu neuen Träumen, die die Zukunft hebt. In dieser Erde ruht der Ahnenkraft, die uns weiterträgt in sternenklare Nacht. So ehren wir den Ritter, der diese Erde hält, sein Werk und seine Hingabe von uns allen erzählt. Möge sein Vermächtnis in jedem Samen sein und unseres Herzens erfüllen mit Dankbarkeit fein. Ich wünsche euch eine wundersame Woche, eine Woche des Lebens, der Liebe, der Fülle und der Erfüllung. Lass dein Vergeben wirken und tritt ein in den Zauber des Friedens und der Liebe. Alles Liebe, alles Gute. Namaste, Sylvia.